Hey, ich bin der Elmar Thomas und ich möchte Bürgermeister werden. Ich möchte für alle Mittelsüherinnen und Mittelsüher da sein und möchte unsere Mittelsüher in eine gesunde Zukunft mit Perspektive führen. Ich möchte einfach das, was ich jetzt schon spüre in meinem Umfeld, ob es im Vereinswesen ist, ob es in der Kultur ist, ob es in den einzelnen Gesprächen ist, ich möchte einfach das für die Gemeinde umsetzen und aber ein wahnsinnig tolles Team im Hintergrund, die auch am gleichen Strang ziehen. Dass wir in Mittelsüh mit einer unabhängigen und überparteilichen Liste wieder antreten, sorgt, dass der Zusammenhalt in Mittelsil sehr groß ist. Weiterhin möchte ich in touristischen und wirtschaftlichen Projekten in der Gemeinde mitarbeiten. Also ganz wichtig in erster Linie ist mir einmal, dass ich nicht nur in der zweiten Reihe stehe und Krawall, sondern ich glaube schon, dass bei uns in der Region eine Innovation braucht und konsequent handeln, wo man auch Verantwortung übernimmt und somit auch irgendwo zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Und die positiven Inputs, sage ich, die sollen sich irgendwo bemerkbar machen. Und das ist irgendwo schon das, was mich reizt, dass ich sage, ich will mitgestalten, dass ich dann auch ein Ergebnis sehe und auch irgendwo eine positive Veränderung für die ganze Region eventuell bewirken kann. Ich bin Landwirt und durch meinen Beruf als Versicherungsvertreter komme ich auch zu viel Leuten. Und ich bin jemand, der versucht, Leute zu motivieren, zu mitmachen. Und durch meine berufliche Erfahrung und meine Lebenserfahrung, glaube ich, kann ich viel einbringen und das will ich weiterhin machen und deswegen freut es mich, dass ich dabei sein kann. Ich bin bei der Liste mit dabei, weil es mir wichtig ist, dass die Jungen Zukunft haben, dass die mitgestalten können, dass die Vereine, die kulturellen Einrichtungen und so weiter vertreten sind. Ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren schon viele Erfahrungen sammeln können in dem Bereich, sei es jetzt im Kultur und Sport oder im Raumordnungsausschuss. Und ich freue mich, wenn wir den Weg jetzt und den eingeschlagenen Weg einfach weitergehen können. Ich möchte bei der Liste mitarbeiten, weil ich die Zukunft in Mittelsüh mitgestalten möchte. Gemeinsam mit dem Thomas, ich weiß so gut, wie ich den Thomas das erste Mal kennengelernt habe, dann hat der Thomas gesagt, er möchte Bürgermeister für alle Mittelsüherinnen und Mittelsüher werden. Er möchte Bürgermeister werden für die Leute in Mittelsüh. Und das hat mir taugt und deswegen möchte ich gemeinsam mit ihm, gemeinsam mit der Liste mit, die Zukunft mitgestalten. Ja, ich bin wiederum bei der Liste mit jetzt für die nächsten Gemeindevertretungswahlen dabei, weil es mir besonders wichtig ist, dass dieser erfolgreiche Weg, den wir die letzten Jahre beschritten haben, weiter fortsetzen können. Für unsere Mittelsillerinnen und Mittelsiller, für unsere Jugend, für unsere Senioren. Mir ist es besonders wichtig, dass wir auch in der Form wieder aufzahlen können, dass wir junge, motivierte Leute mit in der gemeinsamen Liste haben. Und da ist aber auch wichtig, dass gewisse Erfahrung da ist und Beständigkeit da ist, die auch eine gewisse Sicherheit ausstreut. Und deshalb ist auch meine Motivation da, dass ich weiterhin mich für Mittelsüh und unsere Bürgerinnen und Bürger einsetzen möchte. Also mir ist es wichtig, dass ich mich einsetze für die sozialen Themen. Das war schon immer mein Thema. Und ich bin begeisterte Oma und ich sehe, wie schwierig es Eltern haben, wenn die Kinderbetreuung nicht garantiert ist. Ich sehe das bei meinen Enkelkindern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist erst gegeben, wenn wirklich die Kinderbetreuung gut läuft. Und das ist bei uns in Mittelsil so und das soll auch weiterhin so sein. Bei der Liste bin ich mit dabei, weil mir die Familien in Mittelsil einfach ein großes Anliegen sind. Mir taugt das, die Familien sind wichtig in Mittelsil, ich bin selber ein Familienmensch. Und deswegen kommt mir viel, dass wir in Mittelsil einfach ein gutes, leistbares Angebot für die Familien haben sollen. Das heißt auch, dass wir leistbares Wohnen haben sollen, eine gute Kinderbetreuung und ein super Familienangebot brauchen wir in Mittelsil. Mir ist die Vielfalt ganz wichtig. Und dadurch, dass ich selber vom Bau bin, ist mir auch die Infrastruktur für Mittelsüh wichtig. Und nicht nur im Ortskern, sondern auch die Landregionen. Wie in Sundberg, wo ich wohne, oder am Föhrwerdal, oder siehst du irgendwo. Ja, ich bin bei der Liste mit dabei, weil da einfach ganz viele verschiedene Persönlichkeiten dabei sind von Mittelsüh, jung und alt, Männer und Frauen aus allen verschiedenen Branchen, die es gibt. Und das taugt mir einfach richtig gut, dass wir da so eine gute Mischung haben von den Leuten, die da drinnen sind. Und wir werden gemeinsam einfach daran arbeiten, dass wir eine positive Zukunft für Mittelsüh weiterführen können. So wie es die Liste viert vorher gehabt hat, macht es die Liste mit jetzt weiter. Und da sind wir richtig eine super aufgestellte Truppe und ich bin richtig stolz darauf, dass ich da dabei sein kann.
Und jetzt möchte ich bitten, unterstützt uns, unterstützt die Liste mit, Elmauer Thomas. Geht's wollen, 10. März und seid dabei. Danke.